herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Inhale, Exhale von Alex in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Inhale, Exhale von Alex. Das Ganze am 15. Januar erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das Debütalbum, das erste Soloalbum von Alex. Die Box bzw. dieses Bundle zum Album habe ich euch ja bereits vorgestellt. Und heute ist es an der Zeit für die Vinyl Edition. Genau. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen. Das ist ein Gatefold, deswegen lässt sich das hier gut aufschneiden. Und dann schauen wir mal, dass wir die Folie hier abmachen. So, das ist das Album. Das Cover kommt hier in schwarz und weiß. Wir haben hier Alex abgebildet am Rauchen und hier unten lesen wir dann Inhale, Exhale, wobei das L und das X jeweils ausgefüllt ist. Und ja, das Cover ist etwas abgewandelt als das reguläre Albumcover. Das auf der CD war ja anders gestaltet. Dann haben wir hier auf der Seite beschriftet 187 Straßenbande, Alex, Inhale, Exhale und nochmal alles in schwarz-weiß. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. A, B, C, D, also wie gesagt Doppelvinyl. Wir haben hier 17 Tracks gesamt mit jeder Menge Features. Wir haben Features von Maxwell, Bones MC, Volo, Jesus, SDK, Gallonero, Rasti Kilo, Malik Montana, Bones MC, Tovarich, Safia und Bossa. Dann hier noch die Labels und Infos. Barcode ist natürlich auch dabei. Und wir haben hier auch noch die Produzenten angeführt. Also hier unter jedem einzelnen Track neben den Features steht hier auch noch, wer produziert hat. So sieht das aus. Dann schauen wir mal ins Innenleben. Links Alex, diesmal sogar in Farbe. Und rechts haben wir dann hier das Artwork zum Track Bunte Packs. Hier dann nochmal weitere Infos, wer hier alles mit beteiligt war. Und dann schauen wir mal in die erste Tasche. Die Vinylhüllen, das freut mich immer sehr, wurden hier bedruckt. So sieht das aus. Also nicht einfach nur weißes oder schwarzes Papier, sondern hier auch wirklich ein Foto aufgedruckt. Alex im dichten Rauch. Und auf der Rückseite lesen wir Inhale, Exhale. Die Vinyl geht dann oben raus. So, die ist dann klassisch in schwarz gehalten. Das ist in diesem Fall die A-Seite und die B-Seite, beide hier beschriftet. Also 5 auf der A und 4 auf der B. Und die B-Seite ist dann hier in dieser Spirale und mit dem Albumtitel designt. Deswegen eben auf der A-Seite beide Tracklisten, sowohl von der A als auch von der B. So, dann packen wir das wieder rein und kommen zur zweiten Vinyl. Einmal, zweimal. So, ich schaue jetzt nochmal ganz kurz, ob sich hier noch was drin befindet. CD, Album, Downloadcode, irgendwas. Nein, sieht leer aus. So, das ist Vinyl Nummer 2. Auch hier wieder ein Foto. Und auf der Rückseite, in diesem Fall in weiß, der Schriftzug und die Vinyl auch hier wieder in schwarz und weiß. Das ist dann vermutlich die D-Seite und dann hier genau die C auch wieder beschriftet mit den Tracks. Also wir haben hier die Tracks 10 bis 13 auf der C und 14 bis 17 auf der D-Seite. Gut, packen wir wieder zurück in die Hülle und das war's auch schon. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Vinyl Nummer 1 und Vinyl Nummer 2 kommen hier beide in diesen bedruckten Sleeves.
Und ansonsten ja, die Vinyls glatt in schwarz. Insgesamt 17 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition. Inhale, Exhale von Alex. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Alex unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.